Also ich bin zwar auf dem Land aufgewachsen, aber jetzt fühle ich mich in der Stadt ziemlich wohl. Frankfurt für mich ist halt einfach die perfekte Stadt, um Sport zu treiben. Ich habe das Schwimmbad um die Ecke, ich habe den Main zum Laufen, ich habe den Wald um die Ecke, also für mein Training die perfekte Umgebung eigentlich. Ich komme aus der Leichtathletik und da war das Training auch schon immer hart, aber da habe ich vielleicht 10 bis 15 Stunden trainiert. Jetzt mache ich Triathlon, jetzt bin ich halt bei 25 bis 30 Stunden, also nochmal fast doppelt so viel, wie ich damals trainiert habe. Es ist halt wirklich von morgens bis abends ist der Tag einfach durchgetaktet. Ja, es ist eine große Disziplin, die an den Tag gelegt wird. Ich bin der Meinung, dass Triathlon jeder betreiben kann, weil Schwimmen, Radfahren und Laufen sind ja drei Disziplinen, die kann eigentlich jeder oder hat jeder irgendwann mal erlernt. Und deswegen ist Triathlon einfach eine tolle Sportart, die einfach abwechslungsreich ist. Was Schöneres könnte ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. Also es ist schwierig, eine Lieblingsdisziplin zu finden. Klar, früher hätte ich gesagt, wäre es Laufen gewesen, aber heutzutage sage ich einfach, Laufen ist die anstrengendste und von daher würde ich jetzt zum Radfahren tendieren, weil ich mich da eigentlich in den letzten Jahren ziemlich verbessert habe. Also der Ironman in Frankfurt ist mein größtes Ziel und den möchte ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren einmal gewinnen, weil ich glaube, als Frankfurterin ist das das Größte, was man erreichen kann, ja, in seiner Heimatstadt zu gewinnen. Also ich durfte es ja schon mehrmals beim City Triathlon erleben, was das eigentlich bedeutet, also in der Heimatstadt ein Sportereignis zu gewinnen. Aber ich glaube, der Ironman wäre einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und dafür trainiere ich eigentlich jeden Tag, dass ich einmal diesen Tag erleben kann. Mein schönster Moment war auf jeden Fall der vierte Platz dieses Jahr in Frankfurt. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich jetzt über 6 Stunden da an der Spitze sein werde. Und auch weil so viele Leute an der Strecke gestanden haben, die mich kannten und die meinen Namen gebrüllt haben. Und ich habe es einfach von ersten Meter an einfach genossen und habe eigentlich jedem, den ich so kannte, ein Lächeln geschenkt. Und das hat einfach von vorne bis hinten einfach Spaß gemacht. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon wieder.